total verstimmt, unsere Trompete. Das liegt jetzt am Wetter. Ja. Ja, ja. Schön, dich hier mal zu sehen. Ja, ich teste ein paar Register aus. Trompete. Kennst du unsere Orgel eigentlich? Ja, aber ich spiele ja nicht mehr so viel Orgel, ne? Aber wir haben hin und wieder, aber interessant, ja. So, ich, Trompete, kennst du. Weiß ich ja, das Instrument kenne ich. Kann ich mir was vorstellen? Gemshorn. Klingt auch wie ein richtiges Musikinstrument. Die anderen heißen ja irgendwie mal so Fantasienamen, ne? Oktave, hängen ja mit Orgel. Das mit der Weihnachten und so zu tun und so Orgel. Aber Gemshorn klingt ja wie was, was es wirklich in echt auch gibt. Tja, genau, das gab es früher mal. Erinnert mich an Trinkhörner in Bayern und so. Ja, 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 ja. Also man könnte denken, Gemse ist tatsächlich ein Instrument, was aus Ziegenhörnern gebaut worden ist. Man hat auch, es gibt ein Instrument, was man gefunden hat. Und es gibt aber eben alte Abbildungen, wo das drauf ist. Und das ist quasi ein Horn aus, von der Ziege, wo Löcher drin sind. Im Grunde so wie die Flöten ganz, ganz früher. Wie die eben, genau, wie die aus dem Knochen sind und so. Genau. Und die Namen der Orgelregister sind ja immer eben auch eine historische, ein historisches Abbild. Und das kommt eben aus der Zeit im 16. Jahrhundert, als man Gemshörner hatte. Genau. Ja, und wir haben sogar welche. Ach. Ja, ja, mein Flötenkreis hat Gemshörner und manchmal spielen wir da drauf. Das ist echt eine Gemshorn-Community. Ja, 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 gibt es. Ja, ja, ja. Ich habe sogar mal eins mitgebracht. Guck mal hier. Ja. Das ist jetzt allerdings kein Ziegenhorn. Man nimmt mittlerweile afrikanisches Rinderhorn, einfach weil das Material ein bisschen zuverlässiger ist. Manchmal werden diese kleinen Hörner tatsächlich auch noch aus heimischen Tierhörnern gebaut, aber das ist jetzt eben ein afrikanisches Rinderhorn und spielt sich wie eine Blockflöte. Ja, machen wir ein paar Töne. Klingt ziemlich durchdringend. Ich spiele mal ein Spiel auf. So, ja, naja, ja, kommt jetzt spielen. Ja, genau. Aber es hat einen Deckel. Dadurch kann man nicht wie bei der Blockflöte überblasen. Dadurch habe ich aber auch nur 9 Töne. Also ich habe keinen großen Umfang. Wenn ich dann höher spielen oder tiefer spielen möchte, muss ich Flöten aus anderen Familien nehmen. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Tenor-Gemse, die eben tiefer klingt. Ne? Es ist sehr individuell, weil jedes Horn natürlich anders ist. Ja. Es ist also insofern doch nicht so ganz einfach zu spielen, weil die Intonation, also die Sauberkeit bei jedem Instrument anders ist. Man muss also gut hören. Genau. Gut, und in der Orgelregister-Gemshorn klingt ja dann ein bisschen angelehnter dran. Ja, das hängt jetzt bei uns auch damit zusammen, dass es eine romantische Orgel ist. Das wurde im Laufe der Jugend auch ein bisschen, hat sich verändert. Aber es ist im Grunde die Anlehnung daran. Weich, weich und zart. Und eben sehr weit vom Flötenbau her. Willst du das mal in der Orgel sehen? Das will ich mir mal ansehen, ja. Ja, da sollen wir in die Orgel hochgehen. Da stehen drin, das müssen wir uns mal angucken. Dann gehen wir doch mal in die Orgel. So, jetzt sind wir hier in der Orgel. Das hier ist quasi unser erstes Manual und da haben wir auch das Gemshorn. Und zwar ist es gleich hier vorne. Hier kannst du sehen, das ist das Gemshorn. Das ist nämlich, ich kann es mal rausnehmen, von der Pfeife her so gebaut, dass es nicht so gerade durchgeht, sondern quasi, man nennt das konisch, immer schmaler wird nach oben, aber es ist offen. Und das ist der typische Gemshorn-Register. Gibt es manchmal auch mit Holz. Ist nicht auf Metall festgelegt. Genau, aber das ist sozusagen das Gänse. Wenn man das mal vergleicht mit einer Prinzipalpfeife, siehst du hier, die ist ganz, ganz gleich gebaut und die Gemshornpfeife geht eben nach oben hin schmaler. Und durch diese unterschiedlichen Bauweisen klingt es eben auch unterschiedlich. Genau. Und wir haben natürlich eben jetzt hier nicht 20 verschiedene Gemshörner, sondern 20 verschiedene Pfeifen. Ja, aber das wollen wir mal zusammen spielen das mit dem Gemshorn. Man kann ja auch mal Orgel-Gemshorn. Genau, das klingt bestimmt ziemlich cool. Ich habe da was hingelegt.
1583, das ist die Zeit. Das, die Gamescom. Genau, wo die Gamescom aktiv war. Moderne.